So, willkommen zurück zu einem weiteren Dead Island 2 Video auf meinem Kanal. Diesmal geht es wieder um die Waffen. Diesmal um eine Lila-Waffe und zwar um die Katare. Die macht bei mir 600 Schaden, weil ich die ein bisschen aufgemotzt habe und so. Und ich will euch die einfach mal zeigen. Ich finde das einfach eine der besten Waffen in Dead Island. Ich muss immer gucken, dass ich nicht Dying Light sage. Wie, ich zeige euch einfach mal die Waffe. Und ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren und ein Feedback da lassen, wie ihr die so findet. Die ist auf jeden Fall sehr schnell. Man kann sich ordentlich damit durchschmetzeln. Komm her. Zack. Du auch. Nachteil ist, die ist halt schnell kaputt, aber die macht ordentlich Spaß. Oh, hier. Ein Malma. Perfekt. Raserei wäre bereit. Das explodiert. Oh, der explodiert aber auch. Bäm. Die Feuerwehr. Gegen vieles immun, aber nicht gegen diese Waffe. Da ist nochmal eine Feuerwehr. Der lebt doch auch hier, oder? Nee. Was war denn das für ein Sprung, Kollege? Helm. Hier, ein Spucker. Ein paar Schläge. Kaputt. Man muss halt näher an den Zombies ran bei dieser Waffe. Das ist klar. Aber es macht Spaß. Es macht definitiv Spaß, mit dieser Waffe zu spielen. So, die Waffe ist gleich kaputt. Wir gehen wieder zurück. Ich glaube, den hier könnten wir noch schaffen. Aufgeladener Schlag. Perfekt. So, aber jetzt ist die broken. Da würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch das gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, gerne auch einen Daumen nach unten. Bis zum nächsten Mal, euer Prinz und bye bye.